Wenn ich doch nur für jeden eine Goldmünze bekommen hätte, der mir das schon gesagt hat. Ich bin ganz sicher, dass eure Probleme sich von meinen unterscheiden, aber wir müssen alle unsere eigenen Hürden überwinden. Wir haben alle eine Seite, die nicht so oft ans Licht kommen sollte. Es zählt nur, wie viel Stärke ihr dieser Seite zubilligt. Paar, solche Worte sollten in Kursen und Meditation gesagt werden, nicht in Treffen wie diesen. Ich werde jetzt gehen, werde euch vielleicht vor meiner Abreise aber noch sehen. Die Bücher in Kerzenburg sind endlos, daher werde ich mich mindestens 10 Tage hier aufhalten müssen. Es gibt einige im Inneren der Burg, die mit euch sprechen wollen, also solltet ihr dort mal vorbeigehen. Kerderley. Ich habe einen alten Freund von Corium getroffen. Kerderley ist sein Name und er kannte mich von frühen Besuchen in der Kerzenburg. Er scheint nicht viel älter zu sein als ich, doch ein Verständnis zu besitzen, das einer Jugendlichen spricht. Ich hätte mich gerne länger mit ihm unterhalten. Mhm. Gut. Kerderley kennt man auch aus den Drizzt-Büchern. Er hat auch seine eigenen 5 Bücher. Aber hauptsächlich, wobei, ja, eigentlich hauptsächlich kommt er in seinen eigenen Büchern vor, spielt aber auch eine Rolle in den Drizzt-Büchern. Deswegen kenne ich Kerderley so gut. Ja. Na, die Sänger sind immer noch hier. Also ja, mit Wachen ohne Namen. Die Sänger haben aber nichts. Geht es hier? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, wie ihr wünscht. Und eine solche Pest wird seiner Spur folgen. Ah, Flydia ist auch noch hier. Hallo, Leute. Hallo, hast du mein Buch gesehen? Nein, warte, das habe ich. Hast du ja schon gefunden, nicht wahr? Ach, ich weiß da auch nicht mehr. Du warst in letzter Zeit nicht hier, oder? Nein, seit Corium tot ist, war ich nicht mehr hier. Endet euch nicht, Flydia. Ich liebe euch gerade so, wie ihr seid. Na, ich war auswärts und habe Nachforschung bezüglich der Eisenkrise angestellt. Eisenkrise? Wir haben eine Eisenkrise. Schnell, es muss jemand den Torwächter benachrichtigen. Hallo, Leute. Mein Buch habe ich jetzt oder doch nicht? Also Flydia ist immer noch Flydia. Dann mal ab in die Kerzenburg. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Der weise Alaundo, Gründer der Kerzenburg. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ein einfaches Buch. Okay. Ja, der weise Alaundo, der steht hier überall rum. Die Geschichte von Kalimshan. Was passiert, wenn ich das einfache Buch mitnehme? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Irgendwas nicht in Ordnung? Ach, Alcaran. Wenn du mir mein Kind, lasst euch ansehen. Euer Gesicht hat ein paar Linien mehr zu verzeichnen, seit ich euch unterrichte. Bitte bleibt zurück, ihr wart einst mein Lehrer, doch wer ihr jetzt seid, kann ich nicht wissen. Es tut mir leid, Karan, doch ich kann niemandem trauen. Ah, Karan, ihr sprecht die Wahrheit, doch es ist nicht eure Schuld. Ihr habt mich so gut wie möglich auf das vorbereitet, was jenseits der Mauern lag. Ich bete nur, dass ich dafür bereit bin, was mich innerhalb dieser Mauern erwartet, nun da ich zurückgekehrt bin. Warum, was stimmt hier nicht? Soll ich die Wachen rufen? Die Wache ist nicht mehr wert als ein Bündel Reisig. Bitte sagt mir, ob in der Bibliothek in letzter Zeit etwas Seltsames geschehen ist. Ja, ruft die Wachen und sagt mir erst, ob ihr etwas Seltsames in der Bibliothek gesehen habt. Nehmen wir das Erste. Etwas Seltsames? Ich weiß nicht recht. Doch dieser Kerl, Coveras, was einfach Sarevok umgekehrt ist, kommt mir seltsam vor. Er war hier direkt neben mir und nahm Alaundos Wahrsagungen aus dem Regal, um sie zu lesen. Ich konnte seine Stimme hören, erkannte die Worte des Sehers, die er leise rezitierte. Aber als ich mich vorsichtig umdrehte, um ihn aus den Augenwinkeln zu betrachten, sah ich etwas äußerst Merkwürdiges. Seine Augen waren geschlossen und er sagte Seite für Seite aus dem Gedächtnis auf. Er muss wohl eure Schritte gehört haben und ist gegangen. Ich war gerade dabei, die Wahrsagung wieder an ihren Platz zu stellen. Schaut euch doch ein wenig um. Ich fürchte allerdings, wenn dieser Kuri was gefährlich sein sollte, dann bin ich euch wohl keine Hilfe, sondern ein Hindernis. Viel zu alt und verstaubt von den ganzen Büchern. Verzeiht mir, aber ich muss euch jetzt verlassen.
Laut meinem alten Tutor Karan hat ein Besucher namens Kohl was bewiesen, mehr als nur flüchtig mit den Prophezeiungen von Alaundo dem Seher vertraut zu sein. Vielleicht sollte ich mein Gedächtnis hinsichtlich dieser Prophezeiung auffrischen. Und hinterher würde ich diesem Kohl was gerne ein paar Fragen stellen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Was hast du zu sagen? Entschuldigt mich, aber ich komme zu spät zu meinem Unterricht. Hey, ich erinnere mich an euch. Euer Vater war doch Kurion, stimmt's? Ihr solltet all diese eigenartigen Leute sehen, die heutzutage zur Burg kommen. Drei Männer arbeiten für diese Handelsorganisation, den Eisenturm, wie sie wohl nennen. Die treffen sich mit den beiden gespenstischen Leuten, die ich je gesehen habe. Wie ein Uhrwerk, jeden Tag im dritten Stock, um weiß ich, für heimtückische Pläne zu schmieden. Hey, das sind bestimmt nur langweilige Händler, die ständig dabei sind, ihr Geld zu zählen. Einer der Leser in Kerzenburg hat mir anvertraut, dass die Anführer des Eisentruds seit einiger Zeit im dritten Stock geheimnisvolle Besucher empfangen. So, Geschichte ja, Täler des Elfenhofs. Die Geschichte von Cormier. Die Geschichte von Gondigal, dem verschwundenen König. Die brauchen wir auch gerade nicht. Ein Brief. Während der Tage der Avatare wird der Fürst des Todes eine Zahl sterblicher Nachfahren in die Welt setzen. Unter dieser Nachkommenschaft werden solche von guter und solche von böser Gesinnung sein, doch sie alle werden vom Chaos beherrscht werden. Wenn die Bastarde der Bestie herangereift sind, werden sie verheerenden Schaden über die Länder der Schwertküste bringen. Eines dieser Kinder ist dazu bestimmt, über die anderen hinauszuwachsen und das Erbe seines Vaters zu übernehmen. Dieser Erbe wird die Geschichte der Schwertküste über Jahrhunderte hinweg bestimmen. Die Geschichte von Haldura. Da ist nichts drin. Noch ein Brief. Die Nachkommenschaft des Fürsten des Todes ist dazu bestimmt, über Blutvergießen und Leid an ihr Erbe zu gelangen. Ihr Vater hofft darauf, dass nur ein Kind überlebt und sein Erbe antritt. Ich prophezeie euch, dass Bals Kinder sich in einem blutigen Massaker gegenseitig niedermetzeln werden. Mhm. Geschichte des Mondsees. Diese Wände umschließen das. Die Geschichte von Lurien. Hi. Theodor, jetzt hört doch alles auf, wenn das nicht Brenno ist. Ich habe dich schon fast, auf jeden Fall ziemlich lange Zeit nicht gesehen. Hallo Theodor, wie ist es euch ergangen? Ich kann mich noch daran erinnern, wie du in deinen kleinen Stampelhöschen durch die Burg gerannt bist. Hast die Alten belästigt und gegen Kühn einen Schreck gejagt, stimmt's jetzt? Aber sicher. Ja, natürlich, hast du deine Kleider auch nie lange alt behalten. Ja, ich erinnere mich, doch wie ist es euch ergangen? Hast dich sofort Splitternack ausgezogen, sobald man dir den Rücken gekehrt hat. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, als jener Schwarzstab hereingestellt kam und du dich verfolgt von Gorion im äußeren Burgbereich herumranntest. Du hast ihn einfach den Umhang vor den Schultern gerissen und dir den niedlichsten kleinen. Ja, ich erinnere mich. Könnt ihr das nicht einfach ruhen lassen? Wie geht es euch? Warte, jetzt kann ich mich wieder an alles erinnern. Das war doch Kelben Schwarzstab, der sein Möglichstes getan hat, um wichtig auszusehen, während du mit seinem Umhang als Lendenschutz durch die Ställe gerannt bist. Das war ein teurer Streich, nicht wahr, Jessop? Ich dachte, ich müsste vor Lachen sterben. Wir beide. Gorion zitterte am ganzen Leib, so wütend war er. Das hat zwar Spaß gemacht, doch ich muss jetzt wirklich gehen. Niemand wusste so recht, was er unternehmen sollte, und dann murmelte Kelm so ein paar Worte und packte dich mit einer Art gespenstischen Hand am Kragen. Er hat dich hochgerissen und direkt vor seinen Füßen fallen gelassen und gleichzeitig seinen schmutzigen Umhang gepackt. Alle haben sich gefürchtet, ich war jetzt so? Genau, brachten vor Angst kein Wort heraus. Ja, und dann brach der alte Kelm plötzlich ein schallendes Gelächter aus, das schallendste Gelächter aus, das ich je gehört habe. Alle in der Burg lachten wie verrückt, außer du, Brenuir. Du hast einfach splitternackt dargestanden und gefragt, was der Aufruf wohl zu bedeuten hat. Das waren noch Zeiten. Ja, ich glaube, ich muss jetzt gehen. Aber sicher doch, junger Mann. Du darfst jederzeit wiederkommen. Ich habe noch einige Bilder von dir als Kind. Wo hat er einen Fotoapparat her? Deine Freunde würden sich die sicher gerne ansehen. Erinnerst du dich noch an das mit Brenno und dem Bärenfell, Jessop? Aber sicher, wie immer im Adamskostüm. Du warst ja wirklich ganz niedlich. Geh jetzt mit deinem Freund spielen. Los.
Ja, supi. Was hast du zu sagen? Ich kann jetzt nicht reden. Ich studiere die Kriegsstrategien von Rigerath dem Zweiten. Sein Sohn Arsun hat sich eine Menge von den Strategien seines Vaters abgeguckt. So, habe ich jetzt hier alle Fächer gehabt? Ich kann jetzt nicht reden. Ja, du studierst auch Kriegsstrategien. Die Geschichte von Danbras. Eine Netzschriftrolle. Geschichte des Schattentals. Was hat Yasub noch zu sagen? Oh, hallo mein Kind. Du hast doch nicht etwa irgendeinen Unfug angestellt, oder? Natürlich nicht. Geh jetzt mit deinen kleinen Freunden spielen. Hm. Geschichte von Estakund. Klopfen. Also wir sind jetzt im Erdgeschoss. Die Geschichte des Schattentals, Teil 2. Hier gibt es nichts und hier ist nur die Burgküche. Mit Koch und Köchin. Hallo, ihr da. Was sucht ihr bei der Küche? Martha mag es nicht, wenn sich Fremde in ihrer Küche aufhalten. Stimmt's, Martha? Stimmt, ich kann es nicht ab, wenn rotznäsige Bengel in die Küche rumschnüffeln. Zieht Leine, bevor es was auf den Kopf gibt. Wie freundlich die Köche doch sind. Ah ja, damit wären wir im Erdgeschoss fertig. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Unsere Bibliothek ist der Harem des Wissens der Menschheit. Guten Tag, Benomir. Ich freue mich, dass ihr vorbei seid, euch hier wiederzusehen. Nur schade, dass ihr nicht in einer ruhigeren Zeit gekommen konntet. Warum? Was ist los, dass ihr ja so angespannt seid? Ihr habt euch schon immer zu viele Sorgen gemacht. Ich bin sicher, dass alles in Ordnung ist. Was geht euch das an? Warum? Oh, ich bin sicher, dass es nicht der Rede wert ist. Es haben da nur ein paar seltsame Ereignisse stattgefunden. Da sind zunächst einmal jede Händler, die einem so gar nicht wie Geschäftsleute vorkommen. Und einige unserer eigenen Mönche benehmen sich auch etwas seltsam. Ganz besonders einer. Wirklich? Und wer sollte das sein? Nun, da ist dieser Typ namens Koveras. Vielleicht ist er irgendein fahrender Gelehrter, aber er scheint sich viel stärker für unsere Gäste zu interessieren als für unsere Bücher. Er macht mich nervös. Er hat wohl auch auf andere schon diese Wirkung gehabt. Der junge Schissstahl benimmt sich schon seit einigen Tagen recht merkwürdig. Er hat keine so dicke Haut wie ich. Erinnert ihr euch noch daran, wie nervös er früher war? Jetzt ist er ganz das Gegenteil davon. Er scheint völlig verwandelt zu sein. Ich mache mir um ihn Sorgen. Ich sollte jetzt gehen. Hat mich gefreut, mit euch zu sprechen. Mein alter Freund Bendalis meint, dass seltsame Dinge in Kerzenburg vor sich gehen. Er erwähnt insbesondere unkaufmännische Kaufmänner und einen Gelehrten namens Koveras, der allein einreiste, aber überaus interessiert an den anderen schien. Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Das Wissen der Welt. Hallo, ich bin der Stufenkoordinator. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Nein, ich brauche eure Hilfe nicht. Könnt ihr mir sagen, wo ich Tetoril finde? Ja, fragen wir mal nach Tetoril. Tetoril ist sehr beschäftigt und ich kenne seinen Tempelplan nicht. Tut mir leid. Weisheit haben wir gelehrt. Ich wüsste geil, wo ich Ulraut finden kann. Ihr findet Ulraut in seinem Gemächern im 6. Stock. Ich würde ihn dort jedoch nicht stören. Er mag es nicht, wenn man ihn angemeldet belästigt. Und ja, ganz ehrlich, da ich hier unterwegs bin die meiste Zeit, nehme ich mir mal von Safana die Stiefel. So kann ich mir die Bücher wenigstens angucken und Schriftrollen einsacken. Ach ja, und von Nera den Schriftrollenbehälter, dann kann ich die auch gleich wegpacken.
Geschichte des Nordens. Die Geschichte des Nordens. Die Geschichte der Drei. Der Herr des Todes wird sterben, aber in seinem Untergang wird seine tödliche Nachkommenschaft gezüchtet, die auf ihren Reisen eine Spur des Unheils hinterlässt. Benno, ihr seht betrübt aus. Was ist denn los, Kind? Andor.